Hallo und ein herzliches Grüß Gott im neuen Jahr 2023. Vor einiger Zeit, als wir das erste Video für den Frank, für den Audi Q4 e-tron vorgestellt haben, habe ich angekündigt, sobald es Neuerungen gibt, melde ich mich wieder und wir drehen ein neues Video. Jetzt ist es soweit. Wir haben den Frank jetzt adaptiert und wie er genau aussieht, möchte ich euch jetzt zeigen. Wenn wir nun die Motorhaube öffnen, sieht man gleich die erste Neuerung, die wir eingebaut haben, nämlich eine Gasdruckfeder, dass sich die Motorhaube halbautomatisch öffnet. Wir werden die Gasdruckfeder noch etwas vom Druck verändern, dass sie noch schneller bzw. etwas leichter aufgeht. Aber die Funktionalität ist schon gegeben und auch das Produkt als solches ist von der Planung fertig. Gut, nun aber zum Frank. Ich habe mal die Ladekabel reingelegt und gebe sie nun raus. Den Notladeziegel bzw. das Typ 2 Ladekabel. Man kann ihn aber dann auch anders bestücken. Wir werden auch ein Netz anbringen bzw. den Frank mit passgenauen Taschen ausstatten. Okay. Der Frank als solches ist momentan noch ein 3D-Druck, noch nicht ganz fertig. Kleine Adaptierungen werden wir noch machen, aber die Formgebung ist schon gut ersichtlich und er wird im Wesentlichen so aussehen. Man merkt schon, es ist beachtlich, dass in dem Motorraum vom Q4 doch noch gewaltig viel Platz übrig ist. Die Abmessungen sind in etwa 46 cm in der Breite, ungefähr 92 cm in der Länge und tief ist er unterschiedlich. An der tiefsten Stelle, wenn man das hier ansieht, sind es 12, 13 cm, hier auch in etwa 11 cm, hinten ist es eine etwas weniger. Aber allemal genug Platz, um das ganze Ladeequipment dementsprechend unterbringen zu können. Gut, ich setze ihn einmal wieder ein. Wie Sie es von unseren Produkten eben gewohnt sind, sind die Franks von uns ganz leicht einsetzbar in wenigen Sekunden und auch wieder ganz leicht entnehmbar. Man braucht am Fahrzeug nichts schrauben, kleben, bohren, sondern der Frank als solches wird in weiterer Folge nur eingeklipst. Wie das dann ausschaut, werden wir beim nächsten Video, wenn das Produkt fertig ist, eben genau demonstrieren. Und da werden Sie sehen, wie einfach es ist. Okay, vom zeitlichen Ablauf her sieht es nun so aus, dass wir die kleinen Änderungen, die wir noch machen müssen, eben zuerst im 3D-Programm umzeichnen müssen. Dann werden wir unseren Tiefziehunternehmen beauftragen, dass sie einen Werkzeugbau anfertigt. Und dann geht es in Serie. Erfahrungsgemäß wird dieser Prozess noch circa 4 Monate dauern, bis wir dann wirklich das Produkt auf unserem Shop www.frank.at anbieten können. Gleiches gilt für die Feder, für die Gasdruckfeder. Wie gesagt, werden wir da den Druck noch etwas verändern und dann werden wir die Gasdruckfedern in Auftrag geben, dass sie produziert werden. Erfahrungsgemäß wird es auch 3 Monate, hoffentlich geht sich das aus, oder sind es vielleicht 4 Monate dauern, bis wir die Gasdruckfeder dann dementsprechend auch anbieten können. Okay, das war's schon von meiner Seite. Bleibt dran, wenn es euch interessiert. Euer Josef von der Firma Frank.at.